Pizzarechnung wegen Toilette. Es passierte mit Whisky nicht. So, ich sehe keinen E-Bot. Aber jetzt, oder? Fuck, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Sind wir schon in den Live-Round? Vor lauter, lass mich auch mit. Sieht aber so aus. Oh, der geht schon zu auf lang. Werden die Tees zerfleischt. Die rennen aber auch rum. Ist noch ein. Der da jetzt abhaut. Jetzt spielen wir Ringelreihe. 2 Stunden lang am besten. Wie gesagt, Zeit ist da. 1 Stunde lang zumindest. Scheiß auf die Stromrechnung. Jo je. Oh, oh, Waffe gepickt. Das ist natürlich scheiße. Dafür konnte er gar nichts. Aber er hat Autopick drin. Hat auf einmal die Waffe in der Hand gehabt. Aber ich denke mal, das wäre ansonsten nicht viel anderes ausgegangen. Und Octa will switchen. Jetzt zickt der E-Bot. Jetzt müssen wir schauen. Octa ist auf T-Side. Die Namen oben hat es nicht geändert. Das ist der Bug, von dem wir es vorher hatten. Also, bitte bedenken, Octa spielt auf T-Side. Und die Mini-Bubis sind CTs. Da ist er, der E-Bot-Bug. Von dem sie alle reden. So, also, wir sind hart für die CTs. Und das wäre natürlich schon geil, gell? Wenn hier Skillklasse 1 einfach mal ausrastet und Skillklasse 2 Team zerfleischt, würde ich feiern. So, hier wird lang gepusht. Cliver geht sauber zurück, so wie es gehört. Kriegt hier leider keine Unterstützung von Mates. Und hätte sich auch nicht umdrehen dürfen. Wieder kann sich den Airhead holen. Ja, wird jetzt natürlich hier gefistet. Must be off short. Letzter Mann. Gegen 3. Oh, kann hier noch einen vom Spot holen. Hat auch nochmal ein bisschen Damage angerichtet. Ja. Das dürfte durch sein. Trotzdem nur noch 2 Mann stehen. Mit jeweils knapp 50 HP, also es ist auf jeden Fall nicht so krass OP, habe ich das Gefühl. Die Donation wird zur monatlichen Zahlung von Whisky-Rechnungen verwendet. Nee, also was donated wird, wie gesagt, 10% gehen immer an die Auerbach-Stiftung. Hier weggerusht. Sind sie auch schon drauf. Must be down. Der zu krass down. Als rechter Mann. Helikopter, der auch fällt. Bot ist verbuggt, ja. Also wie gesagt, Namen oben stimmen nicht. Octa spielt auf T-Side. Und die Milchbubis sind CT. Was soll ich sagen? 10% gehen immer an die Auerbach-Stiftung. Ein paar Prozent gehen eh weg für PayPal-Shit und so weiter. Und der Rest landet auf jeden Fall wieder hier. Und Spiele, Equipment, Reise, whatever. Du wegholst hier. Den zu krass. Lang kommen sie auch easy wieder durch. 2 Octas, beide Mitte. Auf Shorts. Fällt der T-Dog. Und damit Mosby. Wieder letzter Mann. Und
fällt auch. Sind wir gespannt. Eine Awe M4s, eine B90. Auf CT-Seite jetzt. Mosby ohne Kevlar. Mit der Awe. Mitte! Sollte hier jetzt vielleicht Dev bleiben, was er auch macht. Nicht challengen, wenn es nicht nötig ist. Geht es auch schon ein bisschen langsamer. Aber auf langen Contact. Kleiber kann sich einholen. Nur noch 15 HP steht am K. Kein Support von Mates. Zwei Mann on site. Da fällt der Mosby Mitte. Damit ist die AWR auch aus dem Spiel. Die Dorf in der Mitte. Schönes Ding von ihm. Oh, ist natürlich bitter. Aufschaut der Helikopter. Kriegt er auch noch ins Gesicht. Auch der T-Dog down. Naja. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen. Und ich würde es ihnen gönnen. Außerdem will ich keinen Scheiß 16-2 mehr sehen, verdammt nochmal. Kann auf jeden Fall dreimal B callen. Geht aber auch instant wieder auf lang. Den Damage hier gegen Pete. Most B kann einholen. Ja, schade, dass T-Dog weg ist, weil der hätte seinen Mate unterstützen können, dann würde er vielleicht noch leben. Aber auf jeden Fall. Zwei Mann down. Pete nur noch 43 AP. Und da sind sie drauf. Ja, T-Dog. Braucht die neue Zahnprothese auf jeden Fall. Beide jetzt über kurz ist natürlich das, sage ich mal. Und da geht der Kleiber auch down. Finn hat eine Schelle kassiert von Nishintor. Für alle, die das nicht kennen, hier gibt es Ausrufezeichen Schelle. Kostet 50 Tokens. Dafür gibt es einen Timeout. Ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt geht es hier Richtung B. Mitte. Langsam gespielt. Nice. Der ist so krass. Holt sich Arid hier. In der Mitte. Wichtiges Ding. Und jetzt ab auf B. Kleiber kann callen. Nur ein bisschen Damage machen. Bin jetzt drauf, wird instant geholt. Hätte auf Mates warten sollen, okay. Und jetzt wird es natürlich wieder hart. Sieht gut aus. Mosby. Geht's rund im Chat, ja. Jetzt haben sie die Schelle entdeckt. Jetzt haben wir bald keinen Chat mehr, weil alle geschellt werden. Und ab nach lang.
vier Mann jetzt auf A. Der Milchbubis. Dead Mosby ist auf B. In Cutters durch. Kann auf jeden Fall callen, dass da nix ist. Hat Lurek auch in der Mitte gesehen. Kriegt ihn aber nicht. Helikopter hilft. Ja, B für T-Doc. Warum so offensiv, Gleiber? Unnötig. Oh, da fällt auch immer Smoke. Wieder alleine. Helikopter. Gesehen und fällt. Und damit 7-0 für Okta. Wie gesagt, Anzeige verbuggt. Ist falsch rum. Lustig ist, das Logo hat es getauscht. Den Namen nicht. GZ. E-Bot. Und über Mitte. Kurz kann auf jeden Fall gecallt werden. Kleiber geht da down. T-Doc macht nix gegen die Jungs auf Short. Und die Bombe kann schon wieder gelegt werden. Ja, leider ist es hier auch wieder ein Zerstörungsspiel. Aber auch an der Stelle nochmal Respekt an die Milchbubis, dass sie gegen höhere Elo spielen, dass sie trotzdem dabei geblieben sind. Und dass sie es versuchen. Top motiviert, wie man vorher gehört hat. Ich könnte die Namen manuell wechseln, nicht richtig, aber naja, bin zu faul. Um es mal so zu sagen. Creepy, ich weiß nicht genau, wie weit die auseinander liegen. Aber wie gesagt, die Milchbubis sind Skillklasse 1 und Okta Skillklasse 2. Führt die Mog da. Nice, da kann sich T-Doc den ersten holen auf lang. Geht zu weit raus. Und jetzt. Und seit der Mosby. Spielt auf jeden Fall ein sauberes Match. Ist auch schön defensiv gegangen, wenn es nur Zeit ist. Wichtige Zeit. Da steht der Lurek in der Mitte und da sind es auch bloß noch 30 Sekunden. Und die steht gut. Kann zwei Mann machen. Schönes Ding von Mosby. Und da war es nur noch 21 Sekunden. Bombe down. Die Runde ist safe. Die können sie gar nicht mehr verkacken. Nice. Mosby noch ein.
Nicht zu null, schreibt er. Ehrenrunde. Schönes Ding. Finde ich cool. Coole Einstellung, die Jungs sind auf jeden Fall motiviert. Haben Bock. Das ist das Allerwichtigste. Auf jeden Fall Mühe. So, drauf auf B. Nur noch zu zweit. Tetis. Das muss wie komplett weggesmoked. Seiner Awe. Def bleiben, die Awe mitnehmen mit B. Werden sie ihm nicht gönnen. Ja, schade. 1-9. Oje, oje. Flofus spielt an den Namen rum. Sagen wir zweimal Milchbubis. Das passt. Und Langau gegen zwei. Boah, werden hier wegrasiert. Mit der Lurek. Und da war es nur noch einer. Denied. Ohne nennenswerte Schäden. Klar kannst du deine Spiele mit Stream, Bubu. Na logisch. Und lang. Contact. Mosby, schön. Mosby hat die Bombe. Mosby macht 3. Das ist leer. Und komm schon. Ja, schade. Aber nice. Mosby 4K. 4 Mann geholt. Lurek 1 HP. Die Runde ist safe. Schönes Ding. Auch nochmal Applaus hier. Schönes Ding von Mosby. Also eindeutig. 13, 2, 11. Weit, weit vor. Naja, was hätte er machen sollen? Ich meine, da lag noch seine P9.